Einsatz ist und für die Jungs da ist, das ist schon ein super Highlight. War die Abwechslung hier im Lager? Die werden mich finden, wenn sie mich töten. Niemand wird dich töten. Ich verspreche dir, ich passe auf dich auf. Bei mir bist du sicher. Wenn jemand versucht, dir zu nahe zu kommen, dann werde ich ihn töten. War alles dabei, was einen guten Film ausmacht. Bewegend. Also dreimal Gänsehaut gekriegt, wirklich. Ah, so muss eine Heldengeschichte sein. Es geht einem ans Herz. Geht schon einem hier ganz tief. Ich fand, es war ein ganz typischer Til Schweiger-Film, weil er ganz viele persönliche Emotionen bereithält. Woher kennst du Rudi? Wir waren zusammen im Krieg. In welchem Krieg? Afghanistan. Krieg ist ja immer so ein bisschen, ja, sprechen wir nicht drüber, ist ja gar kein Krieg. Niemand nimmt das Wort so gerne in den Mund. Und in dem Film ist es direkt ein Thema. Es ist einfach das Nachwirken des Krieges, was Till als ehemaliger Soldat erlebt hat. Hast du deine Beine verloren? So eine dumme kleine Landmine ist direkt unter mir hochgegangen. Bumm. Seitdem habe ich einen Tinnitus im linken Ohr. Das geht mir vielleicht auf den Sack. Das, was Soldaten wirklich denken, oder zumindest was ich jetzt denke, wenn ich im Einsatz bin, wo ich mich hinsehne, das habe ich genau gespiegelt gesehen. Das hat mich sehr berührt, weil bei einigen Szenen habe ich die Gänsehaut gekriegt. Da habe ich mir gedacht, ich sitze selber drin. Weil es eben doch immer ein Film war, ist von der anderen Seite auch beleuchtet. Also nicht immer dieses sinnlose Geschieße und Getue. Es war einfach mal ein Film, der auch auf die Gefühlswelt von Soldaten im Einsatz auch mit eingeht. Max ist aber kein Soldat mehr. Meinst du? Er war immer Soldat. Er wird immer einer bleiben. Er kennt nur dieses eine Leben und am Ende ist das alles, was er hat. Man hat sich ein Stück weit wieder gefunden, auf jeden Fall. Sehr glaubwürdig. Sehr. Sehr glaubwürdig. Das war sehr real in meinen Augen. Das spiegelt einfach unheimlich unsere Realität wieder. Das kriegt die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht so mit. So einen Film braucht es auch mal. Ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe 2-mal angeguckt. Ich glaube, ich kann noch 30 Mal mehr angucken. Sehenswert, wertvoll und nicht knapp umhängen, sondern einfach mal auch mal zwischen den Zeilen ein bisschen nachdenken, zuhören. Vielleicht bist du ja mein Schutzengel.